Link and his allies had defeated Wisro, Zant, and Girahim. Sia's hopes were fading. Meanwhile, Ganondorf was making his way to the Valley of Seers to wrest the Triforce of Power from her hands. Sia had few options remaining. Desperate to win at any cost, she tapped into her very life force to bolster her magic. Sia knew this would cost her her life, but victory was now worth any price. Na gut, starten wir. Mhm. Auf geht's. Müssen wir jetzt gegen Ganondorf kämpfen? Wahrscheinlich. Dir geht es gut. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, dann dass alles angenehm war heute. So einen ruhigen Donnerstag hattest. So, dann erstmal wieder ein bisschen die Einheiten dezimieren. Und Ausschau halten nach deinen. In die Truhe für dich zu finden. Mhm. Ach, da bist du. Ja, hallo. Ich gehe links lang. Dann musst du rechts lang gehen. Dann möchte irgendwas auf unsere Festung zukommen. Ja, ich sehe es. Zu Gromas. Scheiße, was ist das denn? Ja, das ist ein Boss. Den musst du mit Bogen, sobald sein Auge leuchtet. Okay. Der schießt einen Strahl. Und dann leuchtet sein Auge. Oder sein Auge ist frei, dann kannst du draufhauen. Ja. Oh nett. Langweilig. So take your first step. It's now or never. Und Askerom, Dankeschön für deinen Raid. Herzlich willkommen, was geht? Hallo Raiders! Ah, da! Flight of Mana! Oh, cool! Oh, das habe ich auch schon gehört. Finde ich, ist ein cooles Spiel. Von Square Enix steht auf jeden Fall auch nochmal auf so einer Liste, wo ich mal sagen möchte, würde ich gerne reinschauen. Ja, wie hat euch das Spiel denn gefallen? Wie weit seid ihr denn da? Wie geht es euch? Ein Tag war ziemlich langweilig, nichts zu tun. Oh, ja, das ist doch auch mal schön, ne? So einen schönen ruhigen Tag. Ich meine, ne, so ein spannenden. Das ist doch auch mal wieder ein bisschen so angenehm. Nochmal telefonieren. Oha, schöne Grüße. Schöne Grüße, Menü. Streamlabs ist wieder ein bisschen langsam. Ja, manchmal. Du schießt die ganze Zeit mit dem Bogen, weißt du, ne? Ja. Weißt du noch, als ich sagte, du musst den Bogen schießen, wenn der leuchtet? Ja. Der leuchtet doch nicht. Warum schießt du denn die ganze Zeit mit dem Bogen? So, du guckst ihn an und machst jetzt nichts. So, jetzt schießt er mit dem Strahl. Und jetzt Bogen. Du kannst ihn mit L auch anwesend, dann ist das mit dem Ausweichen auch besser. So, jetzt kannst du wieder bogen. Am besten muss ich ihn auch sehen. So, mach den Strahl. Bogen. So, ja, genau so, nur mal ein bisschen schneller. Sind durch und doch nicht. Sind quasi in der Story nach der Main Story. Das heißt, ihr macht dann noch den Endcontent, ne? Also den Postgame. Also ihr habt heute durchgespielt und dann macht ihr jetzt noch den Postgame von Secret Mana. Ich habe noch nie einen. Nee, gar nicht mal, ich bin Quiet of Mana. Wait. Ich kenne immer nur so von Mana. Ich habe die Mana-Reihe noch nie gespielt. Ich habe nur oft davon gehört. Ich glaube, so Secret of Mana ist so das, wovon man am meisten, also von ich am meisten gehört habe. Quiet of Mana, glaube ich, war erstmal richtig. Bei mir dann im erstmal so der Name gefallen, als dann das Remake kam. Hattest du damals das Original gespielt?
gehen wir hier noch rechts lang. Dann nehme ich nochmal schnell die Festung ein. Mhm. Kommst du klar gegen den Boss? Ja. Ich denke schon. Okay, die Festung habe ich gleich. Ich habe sogar mitbekommen, da glaube ich schon eine Weile erst sogar ein Update kam für Trials of Mana. Ich glaube, da kam noch ein kleines Update. Was genau das der Inhalt war, glaube ich. So, ich meine, das ist auch einige Zeit her. Warte, was ist fast tot? Ich nehme mal nochmal hier noch einmal kurz die Dings hier ein. Das ist voll gut. Was ist los? Ja, ich bin von Schiffen. Achso. Versuche nicht zu sterben. Achso. Was haben wir hier? Achso, Schnellreisepunkt. Ja, den nehmen wir natürlich nochmal mit. Ne. Achso, fuck. So funktioniert das mit der Kombo. So, ich muss sagen, Schnellreisepunkte nutzen wir eh eigentlich gar nicht hier. Das stimmt irgendwie. Ich glaube, das sollten wir öfters mal nutzen, gerade wenn irgendwer in Gefahr ist oder so. Ja gut, zu zweit finde ich okay, weil man kann sich gerade so gut aufteilen. Mhm. Ich finde, das geht voll gut klar. Und das ist ein großer, das ist ein Wrist Roaster. Hm, kannst du dich um mich kümmern? Ja. Weil dann halte ich die ganzen Einheiten hier fern, die hier spawnen. Renn ich da mal hin? Na, ich kümmere mich mal um die Gegner, die hier jetzt spawnen, ne? Das sind, glaube ich, einige. Ich weiß nicht, ob ich hier mal davon aus der Weißen dran bin. Ah, nee, warte, jetzt ist aber wieder zu. Nee. Doch, das ist ja richtig. Da unter dir die rechte Festung. Ja, genau. Schon ewig her, als du es gespielt hattest. Ah, okay. Ja, gut, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich glaube, das war ja damals. Rise of Mana war ursprünglich auch eine Super Nintendo, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ne? Dann hat sie ja auch einen direkten Vergleich, das ist ja das Coole, ne? Achso, unser Spiel! Achso! Achso! Ja, hast du es damals auf der Wii U oder auf der Switch gespielt? Damals gab es ja, kam es für die Wii U raus. Da hatte ich es auch schon gespielt, aber ich habe mir die DLCs nicht geholt. Und die liebe Shira hat es mir geschenkt. Und da ich eh nochmal das komplette Paket mal spielen wollte, war es auf meiner quasi Wunschliste. Habe ich nicht gespielt. Also ja, dann kümmern wir uns erst. Dann kümmern wir dich erst kurz um das andere. Vielleicht müssen wir den erst sprechen. Auf den 3DS. Auf den 3DS habe ich damals mir gedacht, boah, nee. Also, ich meine, ich habe, glaube ich, damals 500 Stunden gespielt und war noch nicht mal mit dem Hauptspiel durch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, und dann kam halt das von 3, und dann bin ich so, nein! Weil ich bin halt, wenn ich mit was spiele, dann nicht auf 100%, ne? Und dachte ich mir, boah, ey, nochmal von 3, der ist alles bevor, dann bin ich mir, ne.
Ja, und jetzt sitze ich hier und spiele es für die Switch. Das ist. Aber es ist ja auch ein cooles Spiel. Also mir macht es Spaß, mit den Zelda-Charakteren durch die Gegend, durch die Armeen zu fetzen. Das macht mega Laune. Ich weiß auch nicht wieso. Es ist auch eigentlich super, super simpel und alles, aber es macht schon Bock. Es macht schon Laune, sich hier durchzuprügeln. Ja, 500 Stunden habe ich damals, ey. Das ist furchtbar. Ich habe es nicht durchgespielt, ey. Jeweils die Limited geholt. Die Limited waren auch cool. 3DS gab es diesen Kompass. Da gab es den Kompass, daran erinnere ich mich. Achso, für den 3DS gab es dann andere Zusätze als für die. Nee, das ist dasselbe quasi. Ja, also ein bisschen mehr gab es dann halt damals. Plus noch den. Also den DLC waren dabei alles. Also auf dem 3DS gab es dasselbe Spiel wie Free Wii U. Mhm. Nur halt, dass die DLCs dabei waren. Also quasi spielen wir jetzt hier den 3DS. So schön. Quasi. Ich weiß gar nicht mehr, was es auf der Switch und der Wii U an dabei waren, an der Limited Edition. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr, was es da gab. Ich kann mich jetzt hauptsächlich nur an den Kompass erinnern. Vom 3DS. Der auch von Linkel war das, weil Linkel war 3DS exklusiv damals. Oder kam neu zum 3DS dazu, I don't know. Irgendwie war das so. Den Schal, stimmt. Stimmt, den Schal gab es. Der war so cool. Stimmt, den Schal. Den hatte mein Bruder. Das erinnere ich mich. Gab es für die Switch auch eine Limited Edition? Nee, dann ist das jetzt nicht so, oder? Ich glaube, für die Switch gab es keine. Wie kommst du zurecht? Boah, ganz okay. Schau mal, wie viel ist drauf. Ich glaube, so ein Herz gibt aber auch immer mehr als nur ein Herz. Nee. Also, ich krieg ja immer nur ein Herz. Du musst gerade mehr bekommen. Jetzt noch gleich direkt. Ach so, ja, weil das glaube ich in so einer Ding ist. Oh, hier musst du, glaube ich, hin. Ja. Ist denn das? Doch, ja, ich bin das mit der Maske. Ja. Kennt man gar nicht so, ne? Ne, ich glaube, es gibt ja, wir haben ja die Skills auch, dass du mehr Heilung bekommst in deinem Herz. Das ist schon. Ne, weil ich wollte gerade sagen, das war nicht immer so, ne? Ja, genau. Das wurde aufgehört, das konnte man aufskillen, dass er mehr Heilung bekommt. Das kommt man noch gar nicht hin, ne? Da geht's noch nicht hin. Switch gab es keine, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es keine gab. Ich glaube auch, dass es da keine gab. Aber ich glaube, für Fire Emblem Barriers gab es eine. Ja. Aber die war nicht so cool, muss ich sagen. Fand ich leider nicht ganz so cool. Ja, wo ist denn die? Achso, ich bin dagegen gelaufen. Kleiner Zelda-Sammler, finde ich cool. Ich bin auch Zelda-Fan. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so krass für das Game. Aber ich muss sagen, Zelda ist ja auch ein sehr cooles Spiel. Also sehr coole Spielerei, ja. Ja, von Zelda hast du auch die meisten Amiibos, ne? Ja. Also im Vergleich zu anderen Reihen. Ja, das Splatoon ist, glaube ich, noch ein bisschen. Echt? Ja, Splatoon ist auch noch gut vertreten, muss ich sagen. Ja, das liegt daran, aber ich hole mir ja immer Amiibo für die Spiele. Mhm. Und gerade für Breath of the Wild hat, glaube ich, gefühlt. Jedes Ding sich noch einen eigenen Equip-Gedöns ziehen. Oh, dann, wenn du sagst, du bist Zelda-Sammler, ne? Dann spielst du bestimmt Trials of Mana über die Switch, oder? Wenn ich jetzt raten müsste.
Ja, Wizro kaputt gehauen. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal nichts mehr zu tun. Ah, jetzt ist offen irgendwo, glaube ich. Es muss zumindest irgendwo offen sein, aber es ist nicht offen. Ist alles zu weit, dann haben wir ein bisschen runter. Muss aber wirklich aufgehen. Ja, das geht gleich auf. Ich glaube, das Gebäude sollte gleich aufgehen, hoffentlich. Über den PC. Echt? Das gab's auch für den PC. Okay, ich weiß nur, dass Square Enix sehr, sehr fanat für PlayStation ist. Aber es kam ja auch für die Switch raus. Für den PC wusste ich gar nicht. Nur fünfmal eine Tür, die Vitrine und eine Viertel. Und der Platz reicht nicht ganz. Also kleine Sammlung. Aber eine Sammlung kann nie groß genug sein. Oh, die ist geil schon, dann will ich noch. Ne? Oh ja. Ja, schön gewissen. Ja. Und guck mal, wo die ist. Scheint die echt. Warum erscheint die denn so früh? Stimmt eigentlich, wir hatten ja schon länger über 1000 eigentlich. Oder kommt die erst ab 1200 Kills? Nee, vorher kam die immer schon ab 1000 eigentlich. Aber vielleicht jetzt hier auf der Map speziell. Das kann ich nicht sagen. Ja, gut, das weiß ich nicht. Tatsache, aber da steht's auch, wenn ich ein Herz einsammle, bekomme ich ein Viertel Herzen. Aha. Vielleicht nicht viel mehr, aber nimmt man ja gern. Arm oder nicht? Ah, da, okay, perfekt. Ich kann sagen, ja, wo ist er denn? Dingen. Jawohl, sehr schön. Aber die Skaldulle auch. Perfekt. Auch hier mein. Ich habe als Kind damals keine guten englischen Kenntnisse gehabt. Dementsprechend habe ich vieles einfach so ausgesprochen. Als Kind habe ich dann auch dementsprechend Skaldulle gesagt. Gut, aber als Kind, ich meine, die Klassiker sind ja auch Teenager. In Pokémon zum Beispiel. Ja, wobei, Skaldula ist jetzt glaube ich kein. Also, ich meine, klar, das ist von Tarantula und Skull kommt. Das ist schon, ne, klar, aber so im Nachhinein. Ja, im Nachhinein ergibt das Sinn, ne? Bist du gerade mal vorbeigegangen? Tatsache. Ich wollte dir den Außenposten einnehmen, aber das hast du wohl gerade schon gemacht einfach. Upsi. Ich habe halt erst das Fliegeviech besiegt. Ja, das ist okay. Das ist heute noch mit Skulltula. Ist echt so, ich weiß nicht, habe ich auch erst viel später drüber nachgedacht. Das ist eigentlich, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo gehört habe oder so, aber. Ist auch etwas so, was erst später dann halt klar wurde, ey. Das finde ich persönlich. Aber mein Favorit ist immer noch aus Yoshi, diesen Shy Guy. Nämlich damals Shigui genannt. Das klingt so albern, Shigui. Mittlerweile weiß man eh nicht mehr ganz genau, wie man alles ausspricht. Ne? Ich meine zum Beispiel aus Xenoblade Chronicles habe ich den immer den Protagonisten Schalk genannt. Weil S-H-U-L-K. Das ist für mich erstmal Schalk. Ja, der heißt Schulk. Das nenne ich ihn seit Ewigkeiten Schulk, weil immer überall wird auf Englisch Schulk genannt. Und dementsprechend habe ich mir dann Schulk angewöhnt, den Schalk verkummelt.
Also, schon gut. Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil es nach an Kreide erinnert. Schau auf. So, ich glaube, wir müssen runter, ne? Ich glaube, wir brauchen den Stein, ne? Was für ein Stein? Na, für deine Truhe. Oh, stimmt. Oh, da ist irgendwas Blaues. Wir müssen irgendwie, glaube ich, eskortieren. Ich glaube, Lana. Ja, stimmt, den Stein haben wir auch noch nicht gefunden. Mal gucken. Und Lana ist auf unserer Seite, wo sie ist. Ja, wir haben ja auch Wistro gerade besiegt. Ja, das ist, weil ich glaube, ne, die Guten haben jetzt Dings bekämpft, Wisbro, und jetzt ist er wohl auf Ganondorfs Seite. Ah, okay. Also oh, Moment, nicht da den... reingehen? Achso, ja, nee, das war Lana, ne? Wo könnte der denn sein? Ja, toll, jetzt triggert Lana halt das Event. Ja, sie hat das, die musste da rein wegen der Dunkelheit. Sie hat die Dunkelheit verscheucht und jetzt. Weil wenn du da durchgehst, kriegst du die ganze Zeit Schaden. Das ist kacke. Ja. Vielleicht bei uns irgendwo in der Festung. Also in der Festung kann es auch sein. Nee, oben in dieser ganzen Festung. Das ist ja eine riesige Festung. Ach so, Festung. Ja, ja. Also ich meine jetzt nicht diese... Ja, stimmt, da waren wir eigentlich gar nicht, gell? Das ist richtig. Ja, kurz so ein bisschen, aber nicht lang genug, dass man da... Also ich wäre da oben gar nicht. Es ist so irritierend, ey, dass Volga einfach zu mir rumläuft. Ich habe mich gerade gefragt, ob du nicht irgendwie nach oben laufen wolltest. Guck kurz auf dein Bildschirm und sehe, okay, du bist ja, oben. Ich bin oben. Ja, Volga, Volga ist ein bisschen irritierend, dass hier zwei Volgas sind, aber okay. Oh, vielleicht hier drin? Ah, hier, ich habe hier, glaube ich, einen Stein gefunden. Ah, wo bist du denn? Voll. Ah, da, okay. Warte, nee, such weiter. Nee, komm her, okay, das ist deine Tour. Okay. Ich glaube, ich müsste hier rumkommen. Na, dann geh schon mal runter zu Ganondorf. Jawohl. Und verhau den bösen Knaben. Nee, ich glaube, wir haben auch nicht so viel Zeit für den irgendwie, ne? Also da hieß es irgendwie quick und keine Ahnung, ne? Hallo, jetzt geh doch mal da runter, danke. Hetzen. So. Hier steh! Dieses Kiste. Entschuldigung. Oh, ich rasse aus. Oh, wieder sich voll. Yeah! Boah, ey, die Augen von ihr. Wie in so einem schlechten Jumpscare. Ja. Ich hab keine Augen. Und dann dieses Lächeln dazu. Ja. Also normalerweise guckt er halt immer nach unten, ein bisschen grimmig. Ne, so, ne, es passt so ein bisschen. Aber wenn er so nach oben guckt, ne? Also das ist nicht seine schokoladen sein. Nee, das ist richtig. Das macht ihn nicht so eine wie Gitter hier. Kann ich noch den Schwachpunkt ausnutzen? Ich hab den sonst schon fast keinen. Oh, hast du sogar noch drauf. Okay, ja, lass halt ihn nicht. Easy! Easy! Da geht er down. Der kann ich hab mir mein X6 draufgehoben. Das hätte ich jetzt nicht eingesehen, dass ich das mal einsetzen darf. Hier. Ach so. Das wäre schon witzig, das stimmt. Yeah.
denke ich mir auch immer. Niemand kann mich stoppen, alles zu bekommen, was ich will.